Die Bildung ist weiblich. Die Pädagogik auch. Tatsächlich ist Nachhaltigkeit international mit einigen Frauen sehr eng verknüpft. Große Vorbilder. Die erste ist Rahel Carson. Rahel Carson war Chemikerin, hat in den USA gelebt und hat dort über Pestizide geforscht und hat festgestellt, dass in der Natur viele Rückstände dieses Giftes zurückgeblieben sind. Sie hat darüber als Wissenschaftlerin publiziert, hat darauf aufmerksam gemacht, kein Mensch hat sie gehört. Daraufhin ist sie auf eine geniale Idee gekommen. Sie hat gesagt, ich schreibe darüber ein Buch, einen Roman. Und dieses Buch hat sie genannt Silent Spring, der stumme Frühling. Darin hat sie dieses Bild gezeichnet, dass durch die Wirkung der Pestizide, durch die Wirkung der Pflanzenschutzmittel, die Insekten sterben. Und wenn die Insekten sterben, sterben auch die Vögel. Und der Frühling wird stumm. Das war ihr Gedanke. Ihr Buch wurde zu einem Bestseller und sie steht definitiv ganz am Beginn der Umweltbewegung, einer globalen Umweltbewegung. Sie hat darauf hingewiesen, das ist nicht ein Problem in der Umgebung der Fabrik, sondern das ist ein Problem, das die ganze Welt betreffen wird. Sie ist leider 2 Jahre später an Krebs gestorben. Ihr Buch steht am Beginn der Umweltbewegung und sie hat nach ihrem Tod, ich glaube es war 1976, also 12 Jahre nach ihrem Tod, die höchste Auszeichnung, die Amerika zu vergeben hat, die Freiheitsmedaille posthum nach ihrem Tod erhalten. Also eine unglaublich beeindruckende Frau, die den Mut hatte, sich mit einer großen Firma anzulegen, aber auch den Mut hatte, Dinge, die sie als Wissenschaftlerin gefunden hat, so zu erklären, dass es die Menschen berührt. Clara Immer war Chemikerin und hat für ihren Chef, den sie später geheiratet hat, Fritz Haber, gearbeitet. Und zwar hat sie Katalyseverfahren entwickelt. Sie wissen, ein Katalysator beschleunigt eine chemische Reaktion. Dahinter stand ein ganz großes Problem. Damit Pflanzen wachsen, brauchen sie Dünger. Und der wichtigste Bestandteil der Düngemittel ist Stickstoff. Und zwar in einer für Pflanzen verfügbaren Form. Wir reden von einer Zeit vor etwas mehr als 100 Jahren. Die Mangelernährung war damals weltweit ein großes Problem und man versuchte auf technische Weise diesen Stickstoff zu gewinnen. Das geht nur bei sehr hohen Temperaturen, also viel Energie. Haber und Bosch haben auf den Erkenntnissen von Clara Immerwahr ein Verfahren entwickelt, das es möglich macht, Stickstoff aus der Atmosphäre zu binden und in pflanzenverfügbarer Form zu finden. Und dann ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen und Clara Immerwahr hat sich für den Frieden eingesetzt. Ihr Mann, ganz im Gegenteil, er hat Chemiewaffen entwickelt, Chlor. Und hat diese Chemiewaffen auch selbst beaufsichtigt eingesetzt, mit Zehntausenden Toten. War auch damals ein Kriegsverbrechen. Clara Immerwahr war darüber so verzweifelt, dass ihr Mann das getan hat, dass sie sich, der Mann kam nach Hause, hat das groß gefeiert als Erfolg, dass so viele Menschen an der Westfront waren, Engländer und Franzosen ums Leben gekommen sind, hat das gefeiert und sie hat sich bei dieser Feier erschossen. Wir reden heute darüber, wie können wir Häuser heizen, ohne Energie zuzuführen.
also nur mit der Kraft der Sonne. Das wird als Passivhaus bezeichnet. Ja. Und 1948 hat Maria Telkes, eine geborene Ungarin, gesagt, wir machen ein solches Haus. Ich bin Technikerin, Chemikerin und ich entwickle eine Maschine, um Solarenergie eben für Heizungszwecke zu nutzen. Ihre geniale Gedanke war aber ein anderer. Sie hat gesagt, dazu müssen wir auch das Haus verändern. Wir müssen das Haus so bauen, dass die Sonne optimal genützt wird. Und daher hat sie sich mit einer Architektin zusammengetan. Und die beiden waren die Pioniere der Solarenergie. Etwas, worüber wir heute reden und Wärmedämmung, Solarenergie. Sie hat hier in einer Gesamtlösung gedacht. Für mich ein ganz großes Vorbild, weil wir etwa auch in anderen Bereichen neu denken müssen. Sie sagt, wir müssen in einem Gesamtkonzept denken. Eleanor Ostrom hat als erste Frau den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen. Und sie hatte eine sehr gute Idee. Es gibt ein Buch, das heißt Die Tragik der Allmende. Allmenden sind das, was allen gehört. Und dieses Gemeingut hat ein großes Problem. Alle wollen es gerne nützen, aber niemand will es pflegen. Ja? Denken Sie aktuell an ein Problem Fischerei in den Weltmeeren. Jeder will möglichst viele Fische fangen, aber wer kümmert sich darum, um den Schutz dieser Meere? Niemand. Das ist die Tragik der Allmende. Alles, was gemeinsam genützt wird, neigt dazu, übernutzt zu werden. Das hat sie beschäftigt. Und sie hat die sogenannte Verfassung der Allmende geschrieben, bestimmte Regeln für neue Formen der Kooperation. Das ist vielleicht etwas, was mir ein besonderes Anliegen ist. Wir denken, wenn wir in Umweltbereichen denken, immer ganz stark daran, etwas technisch zu lösen. Wir brauchen ein neues Auto. Wir brauchen Flugzeuge auf, Wasserstoffbasis, die keine Abgase erzeugen. Also das sind das, was uns zuerst einfällt. Wir brauchen aber auch eine neue Form der Zusammenarbeit. Etwas, das das so schön illustriert für mich, der WWF hat eine Studie gemacht, jeder Haushalt in Österreich hat eine Bohrmaschine. Also so, um Löcher zu bohren. Bohrmaschine, ja. Haben wir alle. Braucht man ja. Wie lange im Jahr ist eine Bohrmaschine in Österreich im Durchschnitt im Einsatz? Es sind 5 Minuten. Jetzt kaufe ich mir eine Bohrmaschine. Diese Bohrmaschine kostet einiges an Geld. Ja? Sie kostet auch viel Ressourcen, Material, Erzeugung und so weiter. Für 5 Minuten im Jahr. Mein Nachbar hat eine Bohrmaschine. Wir wohnen in meinem Haus, ist ein kleineres Haus, wohnen 14 Familien. Jede hat eine Bohrmaschine. Ist das klug? Das zeigt, wir müssen auch wieder lernen, und da hat sie uns Wege gezeigt, zu sagen, wie können wir denn das gemeinsam nützen? Wir können uns, ich sage mal, vielleicht 2 Bohrmaschinen kaufen, eine starke und eine etwas schwächere. Dann hätten wir 2 gute Bohrmaschinen und bei 14 Haushalten, 14 mal 5 sind 70, dann wäre diese Bohrmaschine, gehen wir hoch, 1,5 Stunden im Jahr im Einsatz. Das wäre doch vernünftig. Und darauf verweist sie. Wie können wir zusammenarbeiten? Gro Harlem Brundtland ist Ärztin, hat in Norwegen war sie Umweltministerin
und anschließend Regierungschefin. Und nach ihrer Zeit als Regierungschefin hat sie gesagt, ich möchte gerne etwas tun für die nachhaltige Entwicklung und hat wesentlich diesen Bericht der Grundlage für die Konferenz von Rio geschrieben und auch veröffentlicht. Ich wollte ein paar Leute Ihnen vorstellen, Frauen vorstellen, die hier ihrer Zeit voraus waren und neu gedacht haben, in Gesamtzusammenhängen gedacht haben und denen wichtig war, eine positive Zukunft zu gestalten, die hier einen Beitrag gelegt haben.